Etwas Holz vorbereiten. Das passt in die Schale, sehr schön. Dann mit dem 3.0 und ganz viel Nachtleuchtpigmenten und ein bisschen Weiß einfach über die Spitzen tropfen. Mit den Nachtleuchtpigmenten nicht sparsam sein, ordentlich viel rein. Ja, und dann rüberlaufen lassen. Das 3.0 in diesem Fall einfach nur, weil es schnell härtet. Man kann auch irgendein anderes schnelles Harz nehmen, weil man möchte ja in 2 Stunden weitermachen können und die Vorderseite nochmal bestreichen mit demselben. Ja, und dann aufgießen und kochen lassen. Ich habe hier leider gestern Abend nicht mehr geschaut und das wurde etwas zu heiß. Die Blasen sind fest. Gut, dass das ganze Ding nochmal auf die Drechselbank kommt. So, nach dem Drechseln wird das Ganze einfach mit einem guten Oberflächenharz gedomt, damit es wieder durchsichtig ist. Normalerweise drechselt man das auch sauberer, aber ich habe halt da relativ schlechtes Werkzeug. Deshalb muss das ausreichen. So, gedomt ist es jetzt. Bin ja immer wieder begeistert, wie genial das 3.0 an den senkrechten Wänden hängen bleibt, ohne Nasen zu bilden. Das ist schon geil. Ja, dann aus dem alten Balken ein Stückchen raussägen. Bisschen schleifen. Ich habe extra die Patina dran gelassen. Ausfräsen für die Lampe, die dann senkrecht reinkommt hier. Rückseite ausfräsen für das Leuchtmittel und den Trafo. So, und wenn man quasi fertig ist mit allem, dann stellt man fest, dass das Licht viel zu schwach ist. Und dann ärgert man sich und muss den ganzen Plan über den Haufen schmeißen.